Dann springen wir jetzt erstmal zum Holzfäller. Wir wissen leider noch nicht, wie es hier weitergeht, aber ich habe einen Hinweis bekommen vom Chat, dass wir nochmal bei dem Baum und dem Holzfäller gucken sollen. Der Hütte. Ich kann es nicht glauben. Das ist doch nicht wahr, was hier kommt. Redet der mit jemandem oder redet er mit sich selbst? Baum. Mensch? Es gibt also wirklich eine Kiefer namens Alter Pi. Ach, ich wollte nur ein guter Verlierer sein. Ehrlich gesagt brauche ich nur was zum Lachen. Bis später, Baum. Oh, keine Witze mehr? Ja. Ich habe eine ungewöhnliche Felsformation auf der Oberfläche entdeckt. Das ist kein Felsen. Es ist die verhärtete Haut meines Erbrochenen. Sag bloß, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Harz halt, ne? Ja, irgendwo noch. Was für ein interessanter Geruch. Hier kann man langlaufen? Oh. Man kann hier nach links laufen? Seit wann das denn? Nein! Ach, hör doch auf, Alter! Okay. Eine Schlange! Was zum... Oh Mann! Stimmt, der Holzfäller hat uns ja von der Schlange gewarnt! Eine echte, riesige Riesenschlange! Meine Mutter hätte mir das nie erlaubt. Es muss die Gefahr gewesen sein, die ich gerochen habe. Ich kann meine Hände nicht benutzen. Ich kann meine Hände nicht benutzen. Ich kann meine Hände nicht benutzen. Ich hasse es, dir das anzutun, mein Großer, aber... Könnte man hier mit Wella auch langlaufen? Ich habe was zu erledigen und daher keine Zeit für Spielchen. Könnte man mit Wella auch hier reinlaufen? Diesen Weg nie gesehen? Was? Also hier taucht eine Schlange auf. Und mit der Schlange. Gleichem. Gib das jetzt mal. Hallo, alter Freund. Es muss die Gefahr gewesen sein, die ich gerochen habe. Im Falle eines Schlangenangriffs bitte in das... Aber was bringt mir das denn mit der Schlange? Gut, viel Spaß noch mit den Metallarbeiten, Stanchey. Das, was ich die Schlange vorher nie entdeckt habe, finde ich was. Ich muss jetzt wahrscheinlich erstmal ein paar Leute befragen. Da drin ist sonst nichts. Ob die sich mit der Schlange auskennen. Oder mit Schlangen auskennen. Ich kann's nicht glauben. Bis später, Baum. Oh, keine Witze mehr. Die Schlange könnte ihn würgen. Heimlichgriff machen. Das mit dem Haken, Carol. Könnt ihr den drücken, bis es rausspuckt. Seid gegrüßt, Eure Majestät oder Clown. Aber wie kriegen wir ihn dahinter? Seid gegrüßt, Eure Majestät oder Clown. Oder wie kriegen wir die Schlange hierher? Wir müssen die Schlange wahrscheinlich hierher bringen, oder? Ich kann's nicht glauben. Das ist doch nicht wahr, was hier kommt.
Nicht ganz nah ran. Ich will dieses Horn nicht kaputt machen. Es ist ein wichtiges Sicherheitsinstrument. Ich will dieses Horn nicht kaputt machen. Es ist ein wichtiges Sicherheitsinstrument. Ich will dieses Horn nicht kaputt machen. Es ist ein wichtiges Sicherheitsinstrument. Ich sehe da nichts, was ich gerne essen würde. Dieser Knopf steuert nur Grabsch, Gary. Ich frag mich, wo er im Moment steckt. Und wonach er... keine Reaktion. Eine Schlange. Wer könnte sich denn damit ausgehen? Na, in der Wolkenstadt? Eigentlich nicht wirklich, ne? Gut, bis später. Mach's gut, Shay. Hallo, Unterhaltung. Hallo, tschüss. Bis später. Hey, hey, möchtest du einen Cupcake kaufen? Wie läuft eure Aktion? Nun, von Cupcake zu Cupcake besser. Oh-oh. Sag mal. Hä? Gut, zurück zu deinem Unterricht. Aufgestanden, Soldat! Ich steh doch schon! Oh! Nicht gut. Ist es eigentlich nur noch das Fenster hier unten? Nein, nicht. Oh. Fenster da unten oder das Screen. Screen da unten. Mit dem Leichten im Gefängnis. Aber was bringt der uns? Oh oh. Soll ich dich befreien? Nein, der Käfig dient zu meinem eigenen Schutz. Soll ich dich befreien? Nein, der Käfig dient zu meinem eigenen Schutz. Dann lasse ich euch mal weitersprechen. Okay. Dann vielleicht doch einen kleinen Tipp. Mit der Frau, die angelt, gesprochen? Sollte die sich mit Schlangen auskennen? Aber ansonsten weiß ich auch nicht, was ich da noch machen soll. Ich möchte die Schlange irgendwie zu diesem Typen bringen. Oder den Typen zu der Schlange. Aber wie? Echte Möwen, nicht aus Garn. Wie läuft es mit dem Haken, Carol? Super, danke, Shay. Seid gegrüßt, Eure Majestät oder Clown. Ja. Nee, also, ich würde noch einen Tipp nehmen, ja. Gut,
Bis später. Okay. Mein Inventar, ein Löffel, eine Skizze, die Fernsteuerung für diesen Grabscher-Typi und das Bild von der Vella. Plakat von der Vella. Mir fehlt noch was? Nein, was denn? Was fehlt denn da noch? Denn da noch? Ja. Schon beim Anblick dieses Mädchens? Dieses Stuhlmädchen! Faszinierend. Lass mich einfach in Ruhe. Nein, das lasse ich lieber nicht in der Explosionszone zurück. Den sollte ich mit Essen verwenden, nicht mit mir selbst. Zu Befehl, Sir. Aber ich bin zu allem bereit. Was? Vermutlich könnte ich es wie eine Reklametafel herumtragen, aber das wäre wohl etwas übertrieben. Ja, was fehlt mir denn dann noch? War doch jetzt schon überall. Holz der Teufel. Hey, nicht anfassen. Vielleicht muss ich den Krempel wieder zurückschicken. Schließlich bin ich noch am Experimentieren. Ist das hier aus Brandschutzgründen zugenagelt? Ja, aus Sicherheitsgründen. Man weiß ja nie, wann so ein Prüfer auftaucht. Ja. Deine Gemälde sind alle zerrissen. Ja, als ich das getan habe, war ich noch anders. Seitdem ich mit Metall arbeite, bin ich viel ruhiger. Keine Reaktion. Ja, ich weiß nicht. Ich würde dann jetzt noch einen weiteren Tipp nehmen. Einfach nur zu sagen, mir fehlt noch ein Item, hat mir jetzt nicht viel gebracht. Vielleicht ein Hinweis, wo ich das Item noch bekommen könnte. Ist das hier aus Brandschutzgründen zugenagelt? Gut, viel Spaß noch mit den Metallarbeiten. Bis dann, Shay. Metallurgie für den Heimwerker. Verdienen Sie Geld, ohne das Haus zu verlassen. Das ist mein neuer Plan, Junge. Ich mach Kasse im Ausverkauf. Natürlich nur, bis ich etwas Geld gespart habe. Weißt du, dann werde ich mich auch gleich wieder um seriöses Zeug und so kümmern. Seriöses Zeug und so. Thank you.
Baum. Ich war gerade auf dem Weg zum Baum. Aber was soll ich denn da noch finden? Ach. Mit dem Jäger vielleicht reden über die Schlange. Wir haben doch hier einen Jäger. Vielleicht kann der ja auch mal nützlich sein. Hallo, Jäger. Hallo. Musst du eigentlich nicht oft aufs Klo, wenn du so viel Saft trinkst? Weißt du, da gibt es ein kleines Geheimnis. Wenn man in den Wolken wohnt, ist deine Toilette niemals weit. Oh, da unten sind Leute. Und ich war auch eben noch unten. Hey, du musst eben auch nach oben schauen. Dann lass ich dich weiter deinen Saft trinken. Tschüss. Ich hatte heute schon genug Saft. Egal. Und was, wenn hier oben was runterwerfen kann? Und das trifft dann die Schlange da unten? Lass die Schlange machen? Du willst, dass die Schlange uns erwürgt? Okay. Ihr habt's gehört, Katzkratz möchte mich umbringen. Ich gewähre ihn. Ich gönne es ihm. Lass die Schlange machen. Da vorne ist offenbar ein Baum. Bin müde. Ja, gerade mal 18 Uhr. Wird gerade richtig laut rauten. Gott sei Dank hört ihr das nicht. Oder ich glaube, wenn ich rede, hört ihr das. Hallo mal wieder, alter Freund. Jetzt gucken wir mal, was passiert. Es muss die Gefahr gewesen sein, die ich gerochen habe. Keine Lust, mich gehen zu lassen, Mr. Knuddel. Mann, du machst wirklich keine Scherze, oder? Mr. Knuddel. Du versuchst gerade das Leben aus mir herauszupressen, nicht wahr? Du willst mich also umbringen und dann fressen. Faszinierend. Lädt die Schlange ein? Das war gar nicht übel. Schön, es hat ja Spaß gemacht, aber... Ich muss jetzt langsam wieder weg. Na schön, jetzt ist Schluss mit lustig, mein schuppiger Freund. Hoffentlich hast du meinen Freund Löffel nicht verbogen. Der ist so viel Geknuddel gewöhnt. In der Kosmopedia vom Schiff habe ich mal gelesen, dass Schlangen laute Geräusche hassen. Ich greife nur ungern auf akustische Gewalt zurück, Mr. Knuddel. Aber es ist Zeit, mich gehen zu lassen. Du solltest jetzt wirklich loslassen. Der ist so viel geknuddelt. Ich mach keinen Spaß, Mister. Kann die reden, wenn der redet. Ich glaube, jetzt bleibt mir wirklich nichts anderes mehr übrig. Der hat so viel geknuddelt in seiner Kindheit, dass der das einfach aushält. Der Schlange war wohl nicht klar, bei wie vielen Angriffen ich schon geknuddelt wurde. Ach Gott. Wollen wir ihn jetzt mitnehmen? Der Knuddel ist total fertig. Ich will ihn nicht hier lassen. Es könnte jemand auf ihn treten. Aber auf sowas muss man auch erstmal kommen, oder? Das ist doch Wahnsinn. Ich kann's nicht. Also wirklich, auf sowas muss man erstmal kommen. Toller. Aber auf jeden Fall können wir jetzt den hier ausquetschen. Ja. Oh, hey, da war tatsächlich etwas in deiner Kehle.
Hey, hör auf damit, Mr. Knuddel. Zurück auf deinen Baum. Morg, Morg Chotra. Niedergeschlagen vom blinden Gott, nur um wieder aufzuerstehen. Dieses Maidenmal war ein Desaster, jetzt werde ich niemals Bürgermeister. So, kannst du jetzt bitte mal das hier machen? Weißt du, wie man eine supraleitende Gyroskop-Hypercam baut? Ich kann alles bauen. Solange es aus Sand ist. Aus Sand. Aus Sand kann man eine Form machen. Und der Schmied könnte dann in die Form reingießen, ne? Oh, du meinst Sand. Synthetische autonome Nanodrohnen. Wenn du davon etwas hast, wäre das wirklich toll. Nein, ich meine Sand. Die Hauptexportware dieser schönen Stadt. Oh. Ich glaube nicht, dass Sand klebrig genug ist. Früher hätte ich dir dazu gestimmt. Aber erst kürzlich hat mir eine mysteriöse junge Dame eine geheime Zutat gegeben. Ja, wir wissen ja, welche Zutat das ist. Ja, das ist Harz vom Baum. Ich glaube nicht, dass Sand supraleitend ist. Wenn es nicht aus Sand gebaut werden kann, dann sollte es gar nicht gebaut werden. Mach ich damit? Sieht aus wie eine Stimmpfeife. Das ist ein technischer Bauplan und kein Notenblatt. Willst du deine Pfeife zurück? Auf gar keinen Fall. Auf die pfeife ich. Ja. Miet gehen? Eigentlich das Geböllere. Entschuldigung. Was? Fühlst du dich besser? Ein wenig. Aber genau weiß ich es erst morgen, wenn die Umfrageergebnisse da sind. Ob er Bürgermeister wird. Wo ist Mok Chotra hin? Vermutlich zurück nach Hause. Hinter den Toren des Pestdamps. Okay. Kannst du mir sagen, wo wir jetzt gerade Nun, sind? Auf Muschelhöhe natürlich. Das 8. Küstenhoheitsgebiet der gesamten Ostküste. Mit Elektronik aus? Nee, der kann nur Sand. Kennst du dich mit Elektronik aus? Was ist Elektronik? Ein neuer Datenauswertungsdienst für... Haibaku? Was? Wer bist du? Marshall Dune. Wer bist du? Ich bin Shay, aus Loruna. Loruna? Du kommst aus der uralten, verlorenen Stadt weit hinter dem Pestdamm? Ha. Nun, so wurde es mir nicht erklärt. Weißt du, wie man eine supraleitende Gyroskop-Hypercam baut? Ich kann alles bauen. Solange es aus Sand ist. Wie kriegen wir Sand supraleitend hin? Ich glaube, Sand ist das perfekte Material, um Raumschiffteile zu bauen. Aber kannst du etwas so Kompliziertes herstellen? Also bitte, weißt du denn nicht, mit wem du gerade sprichst? Ach so. Deswegen geht's doch. Nennt man mich Marshall Doom. Danke. Nein, ich danke dir, dass du mich daran erinnert hast, warum ich überhaupt damit angefangen habe. Ich sehe zwar aus wie ein Politiker, aber eigentlich bin ich nur ein Kerl, der Sand liebt. Oh, das ist gut. Das muss ich gleich meinem Redenschreiber sagen. Okay. Ich glaube nicht, dass das schon so ausreicht. Keine Ahnung, wie man sowas stimmen soll. Wir können es mal kurz versuchen. Genau, ich bin der Meinung, wir müssen da wahrscheinlich noch was beim Schmied machen. Irgendwie aus Metall machen. Aber wir zeigen ihm erstmal das Stück und gucken mal, wie er reagiert. Bitteschön, deine supraleitende Gyroskop-Hypercam. Hast du die aus Sand gebaut? Ja, ich wollte damit die Supraleitfähigkeit von Sand nutzen. Sand ist aber nicht leitfähig. Überhaupt nicht. Ach, die kreative Arbeit von anderen kann man ja gerne runtermachen, nicht wahr? Also, ich wollte nur... Es handelt sich um einen Prototypen, klar? Die echte bringe ich dir später vorbei. Ja, dachte ich mir schon. Wir müssen das Ding noch aus Metall machen.
Und dazu müssen wir natürlich zum Schmied. Macht schon Sinn. Herzlich. Ich kann's nicht glauben. Ist noch ein bisschen Kotze drauf? Ich leg das jetzt einfach mal kurz ab. In Ordnung? Hey, der Wald ist nicht eine Müllkippe, Mensch. Der Harz leitend? Schon beim Anblick dieses Mädchens? Dieses Stuhlmädchen! Faszinierend. Lass mich einfach in Ruhe. Das Harz ist zu einer hervorragenden, wenn auch etwas groben Form für eine Hypercam ausgehärtet. Form. Und in diese Form schmelzen wir jetzt Metall rein. Genau. Es klappt doch langsam. Hey Curtis, meinst du, du kannst das als Form verwenden? Hey, was für eine hübsche Form. Was ist das? Ein Kerzenhalter? Es ist eine Supra... Kerzenhalter verkaufen sich wie irre. Und wenn das ein Kerzenhalter ist, kann ich es für eine Form verwenden. Es ist ein super Kerzenhalter. Ein super Kerzenhalter. Dann probieren wir das aus. Zieh Leine, Kätzchen. Bitte nicht wieder eine Kerze. Bitte nicht wieder. Ja. Perfekt. Und du meinst, dass das Ding wirklich gut Strom leitet? Nun, für einen Kerzenhalter ist das zwar ziemlich egal, aber basierend auf den verwendeten Metallen eindeutig ja. Danke. Du bekommst die erste. Schließlich wollen wir einen fairen Handel für diese irre Form abschließen, die mich verdammt reich machen wird. Was mich natürlich nur insofern interessiert, als dass ich mich selbst als Künstler besser verwirklichen kann. Genau. Danke, Curtis. Es war mir eine große Freude, Geschäfte, ich wollte sagen, Kunst mit dir zu machen. Ja. Sind wir hier fertig? Auf Shanes Seite. Können wir doch mal mit der Schlange spielen gehen? Nur mal so aus Interesse. Gucken, wie die auf uns reagiert. Sieht aus, als würde Mr. Knuddel eine wohlverdiente Pause machen. Oh, schade. Ich will ihn jetzt nicht berühren. Mr. Knuddel hat eine Pause verdient. Er hat heute schließlich im Falle eines Schlangenangriffs bitte in das Horn blasen. Gern geschehen, Curtis. Offenbar hat ja jemand wirklich große Angst vor Umarmungen. Ja, Umarmungen, Alter. Wenn dich so eine Schlange zerquetscht, da ist keine Umarmung mehr. So, bitteschön. Ich glaube, Shanes Seite ist jetzt erstmal abgeschlossen. Bitteschön, eine supraleitende Gyroskop Hypercam, wie bestellt. Hey, die sieht ja noch besser aus als meine alte. Die sandähnliche Oberfläche passt wirklich zur leitfähigen Fläche. Brillant. Oh ja, das ist eine sehr aktuelle Entwicklung bei Hypercams. Gut, danke Shay, das dürfte reichen. Gibt es noch was für mich zu tun? Setz dich einfach und warte, bis dein Vater den Schiffsrumpf repariert hat. Und dann starten wir. Wie lange glaubst du, wird das dauern? Hey, ich habe 300 Jahre darauf gewartet. Da machen ein paar Minuten mehr auch nichts mehr aus. Achso, wir warten jetzt auf den Papst. Kann ich durch dieselbe Tür wie mein Vater gehen? Oh, darunter willst du bestimmt noch nicht. Viel zu unsicher. Viele von den unteren Etagen sind instabil und wer weiß, ob man die Luft da atmen kann. Außerdem gibt es da noch fehlerhafte Schaltsysteme, die ich erst noch unter Kontrolle bekommen muss. Warum hast du meinen Papa nicht davor gewarnt? Hast du nicht seinen Blick gesehen? Mir war klar, dass ihn nichts davon abhalten würde. Okay, dann wechseln wir jetzt wieder rüber. Aber das Problem ist, wir wissen leider nicht, wie es da drüben weitergeht. Wenn ihr Hinweise habt oder Tipps oder einfach nur schlaue Ideen, bitte her damit.